Die alte Bettelfrau. Ein Märchen, bewahrt durch die Gebrüder Grimm. Es war einmal eine alte Frau. Die ging betteln, wie man das schon öfter gesehen hat. Und wenn sie etwas bekam, dann sagte sie: Gott lohn euch. Einmal kam sie an eine Tür, da stand ein freundlicher junger Schelm am Feuer und wärmte sich. Der Junge bat freundlich die alte Frau herein, um sich aufzuwärmen. Sie kam herein, stand aber zu nahe am Feuer, so dass ihre alten Lumpen anfingen zu brennen, ohne dass sie es merkte. Der Junge stand dabei und sah, dass er es doch löschen müsste. Nicht wahr? Er hätte löschen müssen. Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, so hätte er mit den Tränen aus seinen Augen löschen müssen. Das war die alte Bettelfrau. Ein Märchen, bewahrt durch die Gebrüder Grimm.